Guck mal, Igor, der Nikolaus hat dir was mitgebracht. Ja. Bastian, was ist das? Ein Geschenk vom Nikolaus. Und was soll ich damit? Ich soll das jetzt auspacken. Ist das gut oder schlecht? Ist das was Lustiges? Das ist was sehr Schönes. Okay. Du hast dir schon mal sehr viel Mühe gegeben, sehe ich gerade. Ne? Oh, Jesus. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ja. Ich sehe schon. Okay. Willkommen, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ich habe die Message verstanden. Ich vermute, ich soll das mal testen für euch. Ich habe ein paar Infos bekommen. Das ist ein Elektrodeninverter mit 150 Ampere aus einem Baumarkt. Ich vermute, das ist so die günstigste Variante, die man da draußen bekommen kann. Es hat unter 80 Euro gekostet. Ich glaube 79, wenn ich mich nicht irre, Bastian. Ja. Wir wollen jetzt mal sehen, was kann man für 79 Euro erwarten. Ist das überhaupt etwas, womit man Elektrode schweißen kann? Und vergleichen das mit anderen Schweißgeräten. So, Lieferumfang ist nicht allzu groß. Das Nötigste ist dabei ein Elektrodenhalterkabel, relativ klein, geht direkt in die Maschine, man kann das nicht lösen. Unsere Masseklemme sieht eher aus wie so eine Batteriezange, aber die wird ihren Zweck erfüllen. Dann gibt es einen Schlackerhammer, Bürste in einem, eine Betriebsanleitung, aber das ist simpel einzustellen, da will ich jetzt erstmal gar nicht reingucken. Und was wichtig zu sagen wäre, 230 Volt für den Hausgebrauch geeignet. Was mir aufgefallen ist, das Ding ist schon recht schwer. Wir haben hier 13 Kilo. Warum ist das so? Warum wiegen unsere Invertersysteme weniger, fast unter 6 Kilo? Und hier haben wir 13 Kilo, weil das sind Inverter und das ist ein Trafo. Ganz easy gemacht, sieht man hier einen Regler. Und die Anzeige interessiert mich, wie das funktionieren soll. Hier ist schon mal so ein Symbol von Trägerschweißen bis Fahrradschweißen. Da bin ich mal gespannt. Und schließen wir das Ganze mal an, versuchen damit zu schweißen und dann kommt mein Fazit. Wir haben das System eingeschaltet. Das hat ja 150 Ampere, das können wir hier einstellen. Was mir jetzt auffällt, wenn ich einen bestimmten Bereich einstellen möchte, muss ich relativ lang hier kurbeln, drehen. So, jetzt sind wir endlich angelangt und können theoretisch Träger schweißen. Hier werde ich eine 3-2er Elektrode verwenden, eine dickere. Und jetzt wollen wir quasi dünne Bleche schweißen. Also hier ist ein Symbol am Fahrrad schweißen. Aber jetzt sind wir halt an einem anderen Ende angelangt. Gut, das ist halt das Thema. Muss man schauen, ob man mit sowas zurechtkommt. So, ich möchte gleich testen, ungefähr, wo muss ich mich befinden, um eine 2,5er Elektrode zu verschweißen. Die Parameter müsste ich gleich mal rausfinden. Ich würde mit einer guten Mitte anfangen. Das hat 150 Ampere, also wären das jetzt circa 75. Das probiere ich jetzt aus. Dann wäre interessant, wie ist das Zündverhalten, wie zündet die Maschine und überhaupt, wie schweißt das Gerät. Ich werde einfach eine Naht hier ziehen auf dem Blech und dann werde ich eine Kehle schweißen und mir das Ergebnis mal anschauen. Dazu werde ich aber EWM-Elektroden verwenden. Jetzt ein bisschen mehr.
So, wir haben jetzt gerade vorhin schon fast auf Maximum gestellt, um eine 2,5er Elektrode zu verschweißen. Jetzt habe ich komplett auf Maximum gestellt und versuche eine 3,2er Elektrode zu schweißen. Also das Zünden fällt mir schwer. Es fehlt dir einfach an Kraft. Ja. Ich versuche hier noch, soweit es geht, hochzuregeln. Hier ist Ende, ich merke, hier ist Ende. Ja, die bleibt kleben und dann ist es vorbei. Nehmen wir eine neue. Es fehlt dir einfach an Kraft. Kommen wir nun zu unserem Fazit. Am Anfang musste ich mich mit dieser Maschine ein bisschen vertraut machen, wie die reagiert. Jede Maschine schweißt etwas anders. Nachdem ich Startschwierigkeiten hatte beim Zünden, ging das danach relativ gut. Das einzige Problem an dieser Maschine ist, hier steht zwar ein Stahlträger und man kann bis 150 Ampere hochregeln, aber eine 3,2 mm Durchmesserelektrode kannst du damit nicht schweißen. Also Kehle hat bei mir nicht geklappt. Ich habe alles versucht. Eine 2er, 2,5 mm Durchmesserelektrode kriegst du damit schon verschweißt. Du musst natürlich schon Erfahrung und Übung haben, damit du das einigermaßen gut hinbekommst. Die Schlacke ging hier nicht so gut ab, weil du merkst einfach, die schweißt etwas anders wie ein Inverter. Ja? Das zündet schwieriger, sie geht während des Schweißens manchmal aus. Du hörst, wie da wie so eine Spule dauernd sich auflädt, entlädt. Also es ist etwas unruhig im Schweißbad, aber es hat gut geklappt. Ich würde sagen, für jemanden, der mal schnell draußen zu Hause gerade mal irgendwas dahin schweißen muss, Dünnblechbereich, ich sag mal 2-3 mm, was jetzt, ich sag mal, nicht sehr hohe Belastung aushalten muss, kann sich gerne mal schnell aus dem Baumarkt so ein Gerät für 80 Euro holen und das machen, wenn er das Ding einmal oder zweimal im Jahr benutzt. Wenn du aber professionell arbeiten willst und du musst mal dickere Stärken, 3, 4, 5, 6 mm mal verschweißen, dann empfehle ich dir natürlich einen professionellen Inverter und da musst du natürlich etwas mehr ausgeben, wird aber deutlich besser funktionieren. Ja, schauen wir uns mal die Aufnahme an. So sieht unser Ergebnis aus. 2 mm Bleche, 2,5 mm Durchmesser, EWM-RR-Elektrode. Kriegt man durchaus ein Ergebnis hin. Ich bin nicht zufrieden mit der Schlackebildung gewesen. Ich bin mit diesen Spritzern hier nicht zufrieden. Und ja, ansonsten funktioniert es durchaus. So, das war mein Test für euch. Das Schweißen hat ja geklappt. Bist du ein absoluter Anfänger, wirst du natürlich am Anfang Schwierigkeiten haben mit so einem Gerät. Aber ein bisschen Übung geht das schon. 2 mm Bleche funktioniert damit gut. Willst du mehr, musst du natürlich mehr investieren. Das ist hier ein 79 Euro Gerät. Das bekommst du für 79 Euro. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.